Ich hatte neulich im Publikum jemanden, der hieß Pasquale, italienischer Vorname, der war Italiener. Und der musste den ganzen Abend seinen Namen sagen, weil es so schön klang. Pasquale. Pasquale, das Italienische besteht ja nur aus Vokalen. Das ist irre. Es hat 30%, Christopher, mehr Vokale als das Deutsche. Deshalb klingt das so schön. Deshalb sind wir sofort in Urlaubsstimmung, wenn wir das hören. Ja. Pasquale, das sind nicht nur Vokale, sondern die machen noch so eine Drehung in sich, einfach aus Spielerei. Ja, ja, weil sie es kennen, ja, die Italiener, weil sie Bock drauf haben. Pasquale, als würdest du mit der phonetischen Wendeltreppe in die Sixtinische Kapelle hochlaufen und dir da oben noch so ein linguistisches Deckenfresco reinmeißeln. Pasquale, das ist doch, deshalb sind alle Opern, alle Operetten, alle auf Italienisch, weil du es so schön singen kannst, weil du es dehnen kannst. Francesco, Luigi, jeder Vokal, den kannst du in die Länge ziehen, wie du möchtest. Ne? Jetzt gib so einem Opernsänger mal so einen deutschen Vornamen. Ja? Ulf. Ja? Ist vorbei, weißt du, der kommt nicht.